Hallelujah! Pamplona, erste Station der Münsterschen Bistumspilger. Einige kamen bereits um 6 Uhr morgens an. Zeit genug, den Stieren auf der Spur zu sein oder anderen Pilgern zu begegnen. Auch Münsters Bischöfe waren unterwegs. Die Pilger treffen jetzt zum ersten Mal ihre Gastfamilien. Rund um Pamplona finden Gottesdienste und Willkommenspartys statt. Wir sind hier in der Gemeinde Padre Nuestro, nordöstlich von Pamplona, und schauen jetzt mal, wie es unseren Pilgern geht. Das Schöne heute Morgen, als wir durch die Stadt gingen, war ständig Münsteraner. Da eine Gruppe von Püsselbüren, von Sonsbeck, von Mettingen, das waren die ersten. Dann kamen also welche von Emstetten, Ibbenbüren, Wesel. War sehr schön. Also heute Abend freue ich mich erstmal aufs Essen, weil davon hatte ich schon ein bisschen länger nichts mehr gesehen. Wir haben uns aufgeteilt in mehrere Gruppen und konnten dann so machen, was wir wollten. Wir waren schwimmen, das war ganz cool, aber jetzt so langsam könnte es mal losgehen. Los ging es mit einem Abendgebet. Menschen aus aller Herren Länder waren dabei. Brasilianer aus dem Süden, Letten aus dem Osten und... We are from Iceland! Dies ist unser T-Shirt, das ich entworfen habe. Hier, das zeigt Island mit der isländischen Flagge und der Vorname da oben. Und hier natürlich das Weltjugendtagslogo. Mengen an Brot, Salat, Knabbereien. Die Gastgeber bekamen die rund 100 hungrigen Gäste problemlos satt. Die Pamplonesen sind tolle Gastgeber. Wir haben gesehen, unsere Münsteraner Pilger sind hier in guten Händen. Und wir sind gespannt, was die kommenden Tage noch bringen.